Servus, hier ist der Tommy von der Musikboutique. Im heutigen Sonntagsschaff geht es darum, wie wir den Schädler Mag 6, das ist dieser magnetische Schalltontonabnehmer, in eine Western-Gitarre einbauen. Beziehungsweise geht es auch gar nicht so sehr um den Tonabnehmer, als eher um die Ausgangsbuchse. Aber ich zeige euch, wie ihr beides einbaut. Ist das nicht toll? Als erstes nochmal ein Tipp for your trip. Wenn euer Halsstab vom Schalloch zugänglich ist, dann schaut mal, dass er den zuerst einstellt, bevor er den Pickup einbaut, weil der wird später hier ungefähr sein und dann kommt man mit dem Imbus nicht mehr so gut ran. Wenn der Halsstab von oben vom Hals her zugänglich ist, ist es egal. Auch später ist es dann kein Problem. Der Pickup lässt sich relativ leicht verschieben, also braucht man auch kein Werkzeug außer seinen zwei Fingern. Und dann kann man das einstellen. Als erstes müssen wir mal die Saiten lockern bzw. von der Gitarre entfernen. Dann haben wir einfach ein bisschen mehr Platz im Schalloch. Also dazu einfach die Saiten lockern und die Stöcker hinten entfernen. So auf Seite legen, dass er es auch wieder findet. So, jetzt gibt es Western-Gitarren mit verschiedenen Gurtpins hinten. Manchmal sind sie reingeschraubt. In dem Fall ist es jetzt so ein Nöppel. Sagen wir mal, der ist einfach nur reingesteckt. Das ist von Vorteil. Falls der Gurtpin reingeschraubt ist, klebt er bitte einfach ein Stück Packband, irgendwas, also aus Papier, über das Loch. Wenn ihr den Gurtpin rausgeschraubt habt, geht mit dem Bleistift her und schaut, wo das Loch ist. Das findet man dann, stecht da kurz durch und dann bohrt er das mit einem normalen HSS-Bohrer auf 8 mm vor. Das wäre in unserem Fall jetzt quasi schon geschehen. Und dann braucht man Spezialwerkzeug. Das ist so ein Bohrer, der geht vorne, ich glaube, von 6,5 mm hinten auf die 12,5 mm. Läuft so konisch zu. Und den stecken wir jetzt dann rein und bohren das Loch auf 12 mm auf. Dazu lege ich die Gitarre aber wieder hin, habe es ein bisschen einfacher, weil wichtig ist, dass ihr das Loch wirklich parallel sowohl in der X- als auch in der Y-Achse bohrt. So, jetzt werden wir im Inneren der Gitarre jede Menge Spreisel und Hobel haben. Das pusten wir dann einfach ein bisschen raus. So, als nächstes geht es jetzt darum, dass wir die Buchse von innen durch das Loch durchführen. Und diesen Ring hier, den müssen wir genau, also inklusive den Beilagscheiben auf die Länge bringen, dass dieses Stück hier hinten der Klotz von den Zargen ist. Dann gibt es hier so ein Werkzeug, da kann man hier rein und gucken. Ja, in unserem Fall passt es gerade, vielleicht noch ein Stückchen nach hinten. Und jetzt geben wir die Buchse von innen rein und müssen ein bisschen schauen, dass wir das Loch finden. Das ist wie im echten Leben, erfordert ein bisschen Routine. Aber irgendwann hat man es. Jetzt kann man hier nochmal überprüfen.
Also es ist jetzt minimal zu lang das Stück. Also geben wir hier nochmal so eine Umdrehung vor. Und dann geben wir die Beilachscheibe drauf und die Mutter. Ziehen das mal handfest. Gibt es hier jetzt so ein Spezialwerkzeug, das verlinke ich euch hier oben mal. Das ist nämlich total super, um solche Muttern anzuziehen. Wir können da hier den Zapfen reinstecken und dann kann man, das ist ein bisschen blöd, weil ich da eigentlich in der Kamera bin, dann kann man das hier festziehen. Und dann sollte es im Endeffekt so sein, dass die Buchse fest ist, also die Mutter fest angezogen, ohne dass sich die Buchse dreht. Also die sollte dann wie in diesem Fall fest sein. Dann kommt dieser Überwurfring noch drüber. So, und dann ist die Kiste schon mal fest. Das war der erste Teil. Jetzt haben wir vorne aus dem Schalloch raus unsere Mini-Klinke. Und bei dem Mac 6 ist es so, also der ist jetzt übrigens noch mit Holz oben drauf, die gibt es nicht mehr, die sind jetzt einfach komplett schwarz, aber zum Zeigen ist das auch okay. Wir haben zwei Regler, einmal Volume und einmal Ext, weil wir hier eine Buchse haben für Ext In, da können wir zum Beispiel das S-Mic, was es von Schertler gibt, mit reinstecken, das nimmt dann noch so ein bisschen den Raumklang des Bodies mit auf, oder man könnte auch eine andere Quelle noch dazu schalten, wenn man jetzt sagt, ich will noch einen Piezo, der eh schon verbaut ist, mit anschließen, könnte man den da anschließen und mit diesem Ext kann man den quasi beimischen. Gesamtlautstärke wird aber immer über Volume geregelt und die zweite Buchse ist die Outbuchse. Da schließen wir jetzt auch unser Kabel an und mit diesen Rändelschrauben, die schrauben wir einfach auf, so weit wie es geht, ohne dass sie abfallen. Und dann kann man die Flügel so nach unten biegen, setzt den Tonabnehmer ins Schalloch ein. So weit wie es geht nach oben und dann dreht man hier einfach die Rädchen mit den Fingern fest, hält es so lange noch mit der linken Hand und dann gehen die Klammern nach oben und halten den Pickup fest. Dann hält er auch Kabel nach unten. Und das war es auch schon gewesen. Jetzt kommen die Seiten wieder drauf und dann ist der Kittel geflickt. Ja, dann haben wir unseren Pickup eingebaut. Hinten ganz normal, wie man es kennt. Die Ausgangsbuchse mit Möglichkeit, einen Gurt drüber zu machen. Der Pickup hat so eine 2032 Knopfzelle unten drin, das habt ihr vielleicht vorhin gesehen, habe ich ganz vergessen zu zeigen. Die ist natürlich irgendwann mal leer und um die zu wechseln, auch einfach die Rädchen hier lösen, dann kann man den Pickup ohne die Seiten zu wechseln einfach rausziehen, macht eine neue Knopfzelle rein, setzt es wieder ein und fertig. Und man hat einen coolen Pickup, der schön aussieht, die Holzvariante, wie gesagt, die gibt es nicht mehr. Ein paar haben wir noch auf Lager, könnt ihr mal im Onlineshop schauen. Und sonst gibt es den, wie gesagt, in Schwarz. Dann danke fürs Zuschauen, wünsche viel Spaß beim Nachschaffen und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, sofern es da einen neuen Sonntagsschaff gibt, aber wie heißt das schön? Es gibt immer was zu tun. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir nächste Woche wieder einen Sonntagsschaff anbieten können.
Sonst schaut auch gern mal die anderen Videos von uns an. Da werden immer wieder Gitarren und Zubehör vorgestellt, kleine Reviews gemacht. Es gibt Live-Mitschnitte von den Konzerten, die wir hier veranstalten und ab und zu auch mal so ein bisschen kleine Tutorials, wie man irgendwelche Songs spielt. Bis dahin, bleibt geschmeidig. Sassen.